der Mars. Faszinierend und geheimnisvoll. 111 Millionen Kilometer weit entfernt von der Erde. Aber man muss kein Astronaut sein, um sich so einen Planeten nah heranzuholen. Dazu gibt es Fernrohre mit Linsen. Aber wie funktioniert jetzt hier so ein Fernrohr? Also wie schafft ein Fernrohr das, einen weit entfernten Planeten hier auf der Erde scharf abzubilden? Das wollen wir jetzt mal herausfinden. Schaut euch mal dieses Fernrohr hier an. Mit dem hat der berühmte Forscher Galileo Galilei eine Reihe von Monden des Jupiters entdeckt. Oder schaut euch mal dieses riesige Fernrohr an. Das ist ein sogenannter Refraktor. Den hat Josef von Fraunhofer vor 200 Jahren entwickelt. Und es war damals das beste Fernrohr der ganzen Welt. Vor allem eine technische Meisterleistung aufgrund der sensationellen optischen Linsen, die da drin verbaut sind. Wie werden Linsen aus Glas überhaupt hergestellt? Zuerst einmal ist beim Schmelzen von Glas wichtig, dass man einheitliches und gleichmäßig aufgebautes Glas bekommt. Der Rohglasblock wird zuerst in kleine Stücke zerteilt und dann nochmal erwärmt. Und anschließend werden dann die sogenannten Rohlinge gepresst und aus denen entstehen dann die eigentlichen Linsen. Die werden anschließend geschliffen und schön poliert. Dabei dürfen möglichst keine Abweichungen von einer Kugelschalenform entstehen, denn sonst ergeben sich Abbildungsfehler. Und dann würde das Fernrohr später unscharfe oder verzerrte Bilder entwerfen. Jede Linse hat zunächst einmal einen Abbildungsfehler oder auch einen Farbfehler. Die entstehen dabei, wenn Sonnenlicht in eine Linse eintritt, dann wird das Sonnenlicht aufgespalten in die unterschiedlichen Spektralfarben. Und das sind Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Violett. Die Wellenlänge jeder einzelnen Farbe wird nämlich bei einer Linse unterschiedlich stark gebrochen. Das heißt zum Beispiel blaues Licht, das sehr kurzwellig ist, das wird stärker gebrochen. Und rotes Licht, das wiederum sehr langwellig ist, das wird weniger stark gebrochen. Dadurch ergeben sich unterschiedliche Punkte, an denen die Strahlen ankommen. Und das führt dann dazu, dass das Gesamtbild leicht unscharf ist. Und diesen Fehler, den hat Josef von Fraunhofer beheben können. Denn er hat einfach unterschiedliche Linsen kombiniert. Und dadurch hat er erreicht, dass alle Farben einen gemeinsamen Brennpunkt haben und dass so ein richtig scharfes Bild entstanden ist. Josef von Fraunhofer hat seine Linsen immer wieder neu geschliffen und immer wieder ausprobiert und hatte dann ganz am Ende die besten Linsen der Welt und das beste Fernrohr der Welt. Und genau mit so einem Fernrohr wurde dann der Neptun entdeckt. In einem Fernrohr werden also unterschiedliche Linsen miteinander kombiniert und so schafft es das Fernrohr dann die Sterne und Planeten aus weiter Entfernung hier unten scharf abzubilden. Mit Linsen kann ich also ganz spannende Bilder erzeugen. Mal schauen, welche Sterne und Planeten ich hier noch entdecken kann.